Aufgabe 3. Schreiben Sie ein Programm, das mittels geschachtelter Schleifen alle möglichen dreistelligen Kombinationen der Ziffern 0 und 1 ausgibt. Diese Kombinationen entsprechen den Eingabewerten von Wahrheitstabellen aus der Logik. Und die Ausgabe soll dann so sein wie hier in den Spalten. Und wir beschäftigen uns eigentlich jetzt nur mit der Lösung zu C. Erweitern Sie Ihre Lösung so, dass der Benutzer die Anzahl der Stellen eingeben kann. Wir haben also, schauen uns einmal das Beispiel an. Ich schreibe jetzt mal nochmal die Wahrheitstabelle für drei Spalten auf. So, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. So. Wenn wir das jetzt ausgeben wollen, wie können wir denn auf der Konsole überhaupt nur ausgeben? String. Ja, wir können nur Strings ausgeben, aber in welcher, ich sag mal, in welcher Richtung können wir nur ausgeben? Von rechts. Von links nach rechts Oben und von oben nach unten, also zeilenweise. Ja? Wir können immer nur zeilenweise ausgeben. Es gibt für die Aufgabe eine ganz einfache Lösung, die hat viel mit der Java-API zu tun, die möchte ich jetzt mit Ihnen nicht diskutieren, die schreibe ich Ihnen nachher einfach auf. Okay. Die hat wirklich bloß 5 Zeilen oder so. Ich wusste, dass es da irgendwas total Dummes gibt. Das Interessantere ist jetzt aber tatsächlich mal, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das mathematisch macht. Jetzt haben wir gerade festgestellt, die Ausgabe können wir nur zeilenweise machen. Wie werden wir denn wahrscheinlich aber durch diese Wahrheitstabelle durchgehen? Also was sieht denn jetzt auf den ersten Blick einfacher aus, so eine Wahrheitstabelle durchzuhecheln? Also Die Spalten was ist oder irgendwie strukturierter? Spalten. Spaltenweise, ne? Die Spalten, die haben so eine Struktur. Die erste Spalte 4 Nullen und 4 Einsen. Die zweite Spalte 2 Nullen, 2 Einsen, 2 Nullen, 2 Einsen. Die dritte Spalte 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1. Was bedeutet denn das, wenn wir nur zeilenweise ausgeben können, aber spaltenweise unser Problem lösen wollen? Genau, wir müssen einen Zwischenspeicher haben. Ja, wir müssen das ganze Ding in ein Array packen. Das wird dann wahrscheinlich so aussehen. Wie groß ist unser Array? In diesem Fall oder generell? Generell. N mal M, A mal D. Ja, klar. Und wie groß sind N und M? Also. Also wir haben ein Array, das sieht irgendwie so aus. Int zweidimensionales Array. Nehmen wir mal M. Und das ist jetzt wie groß? 8 mal 3 in unserem Beispiel, ja. Und der allgemeine Fall? Ja, ist in dem Fall 2 hoch, sagen wir mal, k. Und k ist die Anzahl der Genau. Ich nenne das mal N, weil wir das immer N genannt haben. Int N ist gleich scan.nextInt. Das ist das, was wir einlesen. Und das ist die Anzahl der Spalten in unserem Array, oder? Wie ist jetzt die Anzahl der Zeilen? Zwei 2 hoch n. alles. Nein, 2 hoch n. Wir, denken Ja. Sie dran, wir haben zwar einen nullbasierten Index, aber die Anzahl ist immer 1 mehr. Genau. So, das machen wir mit math.pow. 2 hoch n ausrechnen. Wenn Sie math.pow in der API sich angucken, da müsste Ihnen was auffallen. Was ist das für ein Typ? Das ist Double. Genau. So, und wenn wir eine Double-Zahl haben und unser Array aber eine Int-Zahl verlangt als Dimensionsgröße, brauchen wir was? Müssen wir da noch tun?
Also math.pow von 2, n ist die Größe. Und? Typecast. Wir müssen noch einen Typcast auf end machen, genau. So, das ist unser Array. Das Array wollen wir jetzt füllen, spaltenweise. Und darüber müssen wir jetzt mal nachdenken. Ich würde sagen, wir überlegen uns jetzt mal für eine Spalte, wie man die baut. Erstmal für die erste. Das wäre jetzt mal am einfachsten. Ja? Den Spaltenkopf oder den Schleifenkopf. Ist jetzt egal, j ist gleich 0. Achso, vielleicht noch ein Einschub, bevor wir uns überlegen, wie diese Spalte aussieht. Wenn wir jetzt eine Schleife bauen, die eine Spalte ausgeben kann, was werden wir denn dazu dann noch brauchen? Genau. Also wir brauchen dazu dann noch eine Schleife, die die Spalten sozusagen durchläuft. Ja? Also unsere Schleife jetzt durchläuft eine Spalte zeilenweise und danach müssen wir noch eine Schleife haben, die durch die Spalten läuft. Muss sie außen oder innen sein? Wenn wir von oben nach unten gehen wollen, müsste die von links nach rechts Schleife sozusagen außen rum sein. Die müsste außen liegen, genau. Deswegen habe ich jetzt hier auch den Index J benutzt, weil das die innere ist, die über die Spalte läuft. So. Also unser J läuft los bei 0, das ist klar, das ist oben. Und läuft wie weit? Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie so einen doofen Typecast machen. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns eine Variable dafür, die heißt Zeilen. Ja? Int Zeilen ist gleich math.pow. Geht so nicht. Müssen wir noch einen Typecast machen. Also ist ein Typcast. Auf int von math.pow2n, ja, und dann ist das hier Zeilen, oder? Also dann hat unser Array die Dimension Zeilen als Anzahl der Zeilen und n als Anzahl der Spalten. Und in der Schleife, in der inneren Schleife, laufen jetzt auch von j gleich 0 bis j kleiner Zeilen. Und da wir durch jede Zeile durchlaufen wollen, machen wir plus plus. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir können jetzt erstmal eine einfache Variante aufschreiben, für den Fall, dass wir nur 8 Zeilen haben. Dann müsste man, also mal angenommen, die Welt wäre jetzt wirklich so einfach, dass wir 8 Zeilen haben und wir wollen nur die erste Spalte ausgeben. Wie würde denn dann jetzt der Spaltenkörper, der Schleifenkörper aussehen? Die ersten 4 müssen 0 sein, die zweiten 4 müssen 1 sein. Ja. Man könnte einen zusätzlichen Zähler einbauen und die ersten 4 quasi überspringen und dann in, oder 0 einfügen. Und ja. Dann, sobald der Zähler 3 oder 4 erreicht, je nachdem, wie man den initialisiert, ja, könnte man dann 1 neu schauen. Genau, also sobald unser Zähler 4 oder größer ist, schreiben wir 1 rein, sonst schreiben wir 0 rein. Was ist denn unser Zähler? Achso, wir können das einfach mit J machen. Genau. Ja, wir nehmen J. Ich schreibe das mal auf, das wird so nicht bleiben, aber das wäre jetzt mal, da hätte man mal so eine erste, hätte man schon mal was. Ja? Also. Wenn unser J kleiner ist als 4, dann machen wir unser REM an welcher Stelle? Das ist immer Zeile, Komma, Spalte. Also nicht Zeile, Komma, Spalte, sondern erste Klammer ist die Zeile, zweite Klammer ist die Spalte.
4 und 0. Ja, aber eben nicht 4, sondern J und 0, ne? Null wird dann später mal i werden, genau. Und ansonsten machen wir m an der Stelle j und 0 gleich 1. Das ist erstmal soweit einsichtig, oder? So. Das funktioniert jetzt für die erste Spalte. Wie sieht es mit der zweiten Spalte aus? Müssen nach zweien wechseln. Genau, so kann man es implementieren. Das ist eine Möglichkeit, dass wir sozusagen uns immer merken, welche Zahl wir gerade eintragen. Wir fangen immer mit der 0 an und immer nach einer bestimmten Zahl von Eintragungen wechseln wir auf die andere Zahl. Man könnte mit J Modulo arbeiten, das ist ein guter Gedanke. Jetzt müssen wir uns aber mal ganz genau überlegen, wie das dann funktioniert. Wir schauen jetzt mal nur die mittlere Spalte an. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ich schreibe mal links davor die Indizes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wenn wir jetzt auf die Indizes gucken, das ist ja unser J. J modulo irgendwas. Also J modulo was würde zu was führen? Also was sind denn die Zahlen, die dabei rauskommen dürfen? Das vielleicht mal zur Einführung. Welche Zahlen dürfen dabei rauskommen? Also welche Zahlen schreiben wir ins Array rein? 0 und 1. Wenn wir irgendwas mit modulo machen, wann kann dann nur 0 und 1 rauskommen? Modulo 2. So, J modulo 2 ist jetzt aber, schauen wir mal. 0 modulo 2 ist 0, ist korrekt. 1 modulo 2 ist 1, ist nicht korrekt. 2 modulo 2 ist 0, wäre auch nicht korrekt. 3 modulo 2 ist 1, das wäre jetzt richtig, aber Sie sehen schon, es haut so nicht hin. Und das hat was damit zu tun, dass das immer so Gruppen sind. Wir haben immer so eine Zweiergruppe. Ja, die Einsen, es kommen immer zwei Einsen. Also Modulo 2 müssen wir machen, damit wir auf unsere 0 oder unsere 1 kommen. Aber nicht J Modulo 2, sondern wir müssen diese Gruppen, die wir da haben. Wenn wir in die erste Spalte gucken, sehen wir, dass es da eine Gruppe gibt, die noch viel größer ist. Von 4 bis 7 geht die. Was müssen wir mit diesen Gruppen machen, bevor wir Modulo 2 machen können? Zusammenfassen, sehr gut, genau. Und jetzt schauen wir mal in die mittlere Spalte. Wie fasse ich den Index 2 und 3 so zusammen, dass hinterher Modulo 2 eine 1 ergibt? Da kommen wir auf 5, Modulo 2 ist 1. Funktioniert da wahrscheinlich nicht. Funktioniert dort, aber schauen Sie mal auf die Gruppe 0,1. Es kommen immer ungerade Zahlen raus. Wenn ich zwei aufeinanderfolgende Zahlen addiere, kommt immer nur ungerade raus. Das muss so sein. Wie kann ich die jetzt zusammenfassen? So viele auch Rechenoperationen gibt es nicht. Nicht zu vergessen, wir müssen ja auf dieselbe Weise auch die Gruppen mit den Nullen zusammenfassen. Ja, sagen Sie mal, was wollen? Ja? Ne, multiplizieren können wir es auch nicht. Da kommt eine 6 raus und bei dem anderen kommt eine 0 raus und dann kommt mal eine 20 raus. Und da kommen immer gerade Zahlen raus.
Städte durch die frühere teilen. Da bleibt immer ein Rest 1. 3 durch 2, 7 durch 6 bleibt immer ein Rest 1, aber bei 5 durch 4 bleibt auch immer Rest 1. Also plus und minus geht nicht, mal geht nicht, durch geht auch nicht. Ja, zusammenfassen. Zusammenfassen ist schon richtig, aber wir wollen ja sozusagen, dass aus den zwei Einsen eine Eins wird. Ja? Und dass aus den zwei Nullen eine Null wird. Und diese Null, die da am Ende bei rauskommt, die kommt ja aber erst, nachdem wir Modulo 2 gemacht haben. Und die 1 kommt ja auch erst, nachdem wir Modulo 2 gemacht haben. Das heißt, wir müssen aus der 2 und der 3 eine Zahl machen, die nach Modulo 2 eine 1 erzeugt. Wir müssen aus der 6 und der 7 eine Zahl machen, die nach Modulo 2 eine 1 erzeugt. Das heißt, wie müssen die sein? Die müssen ungerade sein. Also aus der 2 und der 3 muss eine ungerade Zahl werden. Aus der 6 und der 7 muss eine ungerade Zahl werden. Aus der 0 und der 1 muss eine gerade Zahl werden. Und aus der 4 und der 5 muss auch eine gerade Zahl werden. Und so setzt sich das dann auch später fort. Aus 8 und 9 muss wieder eine gerade werden. Aus 9 und 10 eine ungerade. Wie kriege ich das hin? Wie mache ich aus der 2 eine ungerade Zahl? Wie bitte? Halbieren. Oder 2 durch 2 ist 1. Modulo 2 ist? 2 durch 2 ist 1, Modulo 2 ist 1. 3 durch 2 ist? 1, ganzzahlig. Also 3 durch 2 ist Modulo 2. 4 durch 2. Funktioniert, weil die Hälfte abgeschnitten. 4 durch 2 ist 2, Modulo 2 ist 0. 5 durch 2 ist 2, Modulo 2 ist 0. Okay, das heißt, wir kriegen mit so einer Rechenoperation, indem wir durch 2 teilen und danach Modulo 2 bilden, kriegen wir offenbar schon die Zahl, die wir ins Array eintragen müssen, ohne irgendwas mit E von Else zu machen. Okay? Soll ich das mal ersetzen hier, dieses If-Else-Zeug? Das reicht jetzt noch nicht, wir sind noch nicht fertig. Und man braucht doch eine ganze Weile, um drauf zu kommen. Das heißt also, unser M an irgendeiner Stelle, können wir gleich noch drüber reden, welche das ist jetzt J, das ist von der Index, durch 2. Modulo 2. So, wie sind unsere Indizes in den eckigen Klammern? Zeile, Spalte. Was ist die Zeile? J ist die Zeile. Was ist die Spalte? 1 in dem Fall, genau. So, jetzt sehen wir schon. Für die Spalte 1 funktioniert das. Wie sieht denn das aus mit der Spalte? Mit der vorderen Spalte, mit der, wo 4 mal 0 kommt und 4 mal 1. Was würde dort aber gehen? Was passiert, wenn wir durch 4 teilen? 4 durch 4 ist? Modulo 2 ist? 7 durch 4 ist. Modulo 2 ist. Okay, das heißt, in der ersten Spalte müssen wir durch 4 teilen. In der zweiten Spalte haben wir festgestellt, müssen wir durch 2 teilen. Dann müssen wir in der letzten Spalte teilen durch 1. Das ist irgendwie naheliegend. Ein Muster ist erkennbar, genau. Was vermuten Sie, wenn es eine vierte Spalte vorne gibt, durch was wir teilen müssen?
8, genau. So. Und daraus können wir uns jetzt schon die Lösung zusammenbasteln. Also, ich kann hier nicht durch 2 teilen, das hat man schon festgestellt. Sondern ich teile durch was? Ich schreibe mal die Spaltenindizes oben drüber. Die erste Spalte hat den Index 0. Die zweite Spalte hat den Index 1 und die dritte Spalte hat den Index 2. Und wenn Sie sich jetzt angucken, oben ist es 0, 1, 2, unten ist es 4, 2, 1. Genau, das ist doof. Darauf wollte ich hinaus. Das ist einfach doof. Ja, der Spaltenindex steigt und der Teiler fällt. Das lässt sich mathematisch jetzt bestimmt irgendwie kompliziert auseinanderdividieren, dass man aus dem Spaltenindex direkt den Teiler berechnet. Und aus n. Und aus der Anzahl der Zeilen. Das geht bestimmt irgendwie. Aber was kann man denn auch machen? Ja, und wenn man es jetzt gar nicht rechnen will, groß, also wenn man jetzt gar nicht kompliziert rechnen will, zählen. Ja, aber was können wir denn noch? Also wir haben offensichtlich einen, ja, wir haben offensichtlich einen Spaltenindex, den wir brauchen. Und wir haben festgestellt, wir brauchen auch einen Teiler. Und für den Teiler gibt es anscheinend eine Bildungsvorschrift. Was machen wir denn dann? Wann muss der Teiler sich immer ändern? Wenn wir die Spalte wechseln, das heißt, wenn die innere Schleife durchgelaufen ist. So, und wie ändert sich der Teiler? Der halbiert sich. Jetzt wissen wir, wir brauchen einen Teiler und wir wissen, der halbiert sich immer. Ja, was nehmen wir denn dann? Wie wäre es mit einer Variablen? Ja, das ist immer die erste Spalte Zeilen durch 2, also die Hälfte der Zeilen. Warten Sie mal, die erste Spalte. Also wir haben ja 2 hoch n ist die Anzahl unserer Zeilen, ne? In dem Fall 8. Und die Hälfte von 8 wäre 4. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das generell passen würde. 2 hoch Na, man müsste n 4. minus die Spaltennummer, also 2 hoch n minus die Spaltennummer minus 1. Das wäre der Teiler. Also bei der ersten Spalte, die hat die Nummer 0 und wir brauchen einen Teiler 4. N ist 3. Das heißt 2 hoch n minus 0 minus 1. N ist 3. Spaltenindex ist 0 und die 1 müssen wir abziehen, weil der Teiler nicht 8, sondern 4 ist am Anfang. Da hätten wir 2 hoch 2. Hätten wir einen richtigen Teiler. Bei der nächsten Spalte wäre unser Spaltenindex 1. 3 minus 1 ist 2, minus die obligatorische 1, die wir immer abziehen, ist 1. 2 hoch 1 ist 2. Beim letzten wäre es n ist 3 minus Spaltenindex 2 minus die obligatorische 1 ist 0, 2 hoch 0 ist 1. So würde es gehen. Ja, das Aber ist ja das das versteht Gleiche, doch keiner wenn man mehr. den Exponenten subtrahiert oder durch 2 teilt, in dem Fall wäre Na? das Gleiche. Also man Das könnte den war Teiler. Ich schreibe es mal hier dazu. Also wir könnten den Teiler berechnen. Teiler ist gleich 2 hoch n minus i minus 1. Ja? Aber das versteht doch keiner mehr. Also vielleicht ja doch. Aber mein Vorschlag wäre, wir schreiben jetzt hier einfach rein Teiler. Also J durch Teiler Modulo 2 ist das, was wir immer eintragen wollen. Einverstanden? Und was müssen wir denn dann immer mit dem Teiler machen? Wann halbieren?
Oh, welcher Schleifenzähler? Wenn die, genau, ne, wenn die innere Schleife durchgelaufen ist, machen wir Teiler ist gleich Teiler durch 2. Machst du das also wirklich so rum, wenn Sie das, wenn Sie das Programm jetzt selber schreiben, würden auch so machen, dass wir erst die innere Schleife machen? Und wahrscheinlich, dann, ja. Weil ich irgendwie, also ich, das ist wirklich nicht so ein einfaches Problem und ich hätte keine Idee, wie ich es sonst machen sollte. Würde mir zuerst überlegen, wie mache ich eine Spalte. Also das ist jetzt nichts, was Sie in der Prüfung können müssen. Ne? Keine Sorge. Nee. Ich hätte jetzt gleich viele Sicherungen. So. Okay. Aber man muss ja mal auch über solche Probleme nachdenken. So, jetzt ist hier noch, jetzt steht hier noch was drin, was noch nicht, was da nicht reingehört. Die 1, genau, die muss noch weg. Also wir wollen ja M an der Stelle J, Komma, also J und I setzen, genau. So, jetzt brauchen wir noch die äußere Schleife, das haben wir aber im Prinzip ja schon besprochen. Wie läuft die? Ja. Genau. Und da hätten wir es schon fast. Das hier im Übrigen, das mit diesem Teiler ist gleich 2 hoch n minus i minus 1, das ist so ein Muster. Wenn man Werte hat, die einander entgegenlaufen, dann ist das oft so, dass man irgendwie subtrahieren muss und dann daraus einen Exponenten macht. Oder dass man von dem einen Wert den anderen abzieht, wenn es jetzt nicht exponentiell ist, der Zusammenhang. Das hat man oftmals Muster, wenn sich Werte entgegenlaufen. Das werden wir auch im, ich glaube, in der nächsten Vorlesung werden wir es auch nochmal sehen. Sowas. So, jetzt fehlt aber noch was. Wir haben noch was vergessen. Also wir haben jetzt die äußere Schleife, die läuft von 0 bis n. Das sind die Spalten. Wir haben die innere Schleife, die läuft von 0 bis Anzahl der Zeilen. Das sind die Zeilen. Dann berechnen wir unseren Wert immer, indem wir die Zeilennummer durch den Teiler teilen und das Ganze Moduli 2 nehmen. Und dann halbieren wir den Teiler, aber es fehlt noch was. Kompiliert jetzt so nicht. Wir haben den Teiler noch nicht initialisiert, genau. Es gibt noch gar keinen. Ne? Da schreibe ich jetzt hier int Teiler direkt über die äußere Schleife. Ist gleich, wie initialisieren wir den Teiler? Ja, aber 2 hoch n minus 1, genau, aber das ist ja jetzt langweilig. Wir haben ja schon was. Ja, Zeilen durch 2. Zeilen durch 2, genau. Ja. Genau, wollen wir mal angucken. Achso, und ja, jetzt haben wir das ganze Zeug in so einem REM drin. Was machen wir dann? Array to String? Array to String? Nee, geht nicht. Wir müssen das Array noch ausgeben. Das schenken wir uns jetzt mal hier an der Stelle, weil, also dann nehme ich an, wissen Sie, wie das geht, oder? Man geht in 2 geschachtelten Schleifen durch das Array durch, gibt es aus, immer ein Leerzeichen dabei. Wir schauen uns das jetzt einfach mal im Source Code an. Ne, Array to String geht nicht, weil der die Zeilenumbrüche nicht macht. Ah. Ja, der trennt die mit Kommas. Das hängt jetzt damit zusammen, weil es ja eigentlich ein eindimensionales Array ist, was aus weiteren eindimensionalen Arrays besteht. Liste. Und die Regel ist, ein eindimensionales Array, ne, es hat mit Listen noch nichts zu tun. Und die Regel ist ja, ein eindimensionales Array gibt toString als eine Zeile aus. Ja, und dann macht es das halt eben genau so, dass es eben dieses äußere eindimensionale Array als Zeile ausgibt und darin halt jedes Einzelarray wieder. Deswegen wird da, kommt da eine Zeile raus. Aber wenn man die Liste in String umwandelt, würde das nicht die Umbrüche? Ja, man müsste da, glaube ich, trotzdem die Umbrüche
von Hand reinmachen. Aber mit Listen haben wir uns ja noch gar nicht beschäftigt. Machen wir nächstes Semester. So. Das ist also die Lösung mit mit dem Teiler. Ich habe das schon mal vorbereitet. Hier sehen wir im Prinzip genau das, was wir jetzt aufgeschrieben haben. Also wir haben am Anfang noch einen Scanner, der das N einliest. Dann lesen wir die Anzahl der Zeilen. Genauso wie wir es aufgeschrieben haben. 2 hoch N, umgewandelt in Int. Dann das, das Array mit Zeilen und N als Dimension. Und dann den Teiler Zeilen durch 2. Und dann kommt eben das Array, wird genauso erzeugt, wie wir es gerade gesagt haben. Und dann kommt unten drunter noch das Array ausgeben. Ja, das mache ich halt einfach dann mit 2 Schleifen. Muss einfach nur dafür sorgen, dass wir die Leerzeilen dazwischen setzen. So, und wenn ich das mal ausführe. Guten Tag. Na? So, wenn wir es mal ausführen, sagen wir mal jetzt 3 Spalten und siehe da, da kommt auch das raus. Und mit 4 Spalten dann eben auch so, wie es sein soll. Ja? Also halt so eine Tabelle. Der Code ist überraschend einfach, oder? Ja. Finde ich auch jedes Mal wieder. Wir hatten sowas befürchtet. Ich habe auch. Ja, aber es ist wirklich nicht so einfach drauf zu kommen, dass diese einzelnen Nullen in so Gruppen stehen, die man mit Ganzzahldivision dann halt zusammendampfen kann. Aber es ist schon gut, dass sie auf Modulo 2 gekommen sind. Also ich habe auch am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit Programmieren zu beschäftigen, immer wieder gehört, Programmieren ist so circa 80-90% im Kopf und nur so genau. 10% dann wirklich ausführen. Und genau. Ich dachte so, ach, planen und machen und so weiter. Aber ich habe wirklich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich saß da einfach stundenlang, überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit rumgegangen ist. Es hat mir nur gerattert. Ja. Ich habe nichts aufgeschrieben. Aber so ist das eben, ne? Also also die Jobs, die sie anstreben, die werden nicht dafür bezahlt, dass sie einen Stempel von links nach rechts hämmern. Ne? Das ist einfach mal so. Deswegen müssen wir hier Denken üben. Und ja, wir schon. Nicht programmieren. Gut, es gibt jetzt noch eine zweite Lösung. Die schreibe ich Ihnen jetzt mal einfach auf. Die ist, also, oder die zeige ich Ihnen jetzt einfach mal. Die ist wirklich verblüffend einfach. Und dazu gucken wir uns aber nochmal die Tabelle an. Wenn wir jetzt die einzelnen Zeilen uns anschauen, was ist denn das eigentlich? Was sind denn diese Zeilen? Eine Zeile, was ist das immer? Wie bitte? Eine? Eine was? Eine Zahl. Eine Zahl. Und was für eine Zahl, um genau zu sein? Eine Binärzahl. Ja, das sind einfach Binärzahlen von 0 bis 7 in dem Fall. So, und das kann man sich jetzt zunutze machen, indem man sagt, man läuft jetzt einfach von 0 bis 7 durch die Schleife durch und macht aus dieser Zahl einen Binärstring. Und da gibt es dankenswerterweise die Klasse Integer, die eine Methode toBinaryString hat, die das kann. Und das schauen wir uns mal an, da schauen wir uns jetzt wirklich nur mal die Lösung an. Die entwickle ich jetzt hier nicht. Also wir müssen wieder die Zeilen berechnen, wie wir das schon kennen. Und dann laufen wir von 0 bis zu den Zeilen und dann sagen wir, unsere Zeichenkette S ist ein Integer-to-Binary-String. Jetzt ist es nur nicht ganz so einfach, weil wir ja führende Nullen einfügen müssen bei allen Zeichenketten, die kürzer sind als die maximale Anzahl. Ja, wenn wir 4 Spalten haben, müssen wir 4 Zeichen ausgeben. Aber erst ab der Zelle 8 haben wir vorne eine 1. Führende Nullen werden ja in der Zahlendarstellung im Computer nicht mit ausgegeben. Ich zeige das mal, was da passiert. Wenn wir jetzt eine 4 eingeben, dann fängt das mit 0 an, 1, 1, 0, 1, 1. Die führenden Nullen fehlen einfach. So, und das muss man halt eben einmal noch machen.
muss in diese Zeichenkette vorne Nullen auffüllen. Und zwar muss man so viele Nullen auffüllen, wie der String nicht lang ist. Also wenn unser N 4 ist, müssen wir keine Nullen auffüllen, wenn unsere Zeichenkette auch 4, die Länge 4 hat. Wenn unser N 4 ist und unsere Zeichenkette hat die Länge 3, müssen wir eine Null einfüllen oder auffüllen. Wenn N 4 ist und die Zeichenkette hat die Länge 1, dann müssen wir 3 Nullen vorne auffüllen. Und das ist jetzt einfach dieses L, diese Länge, wie viele wir auffüllen müssen, ist einfach jetzt N minus die Länge der Zeichenkette, die wir haben. Das ist wieder sowas Ähnliches. Ja? Wir haben eine große Zahl, eine kleine Zahl, die müssen wir irgendwie zusammenpacken, dass das am Ende dann so eine Laufvariable rauskommt. Ja? Also je kleiner unsere Länge ist, desto größer ist die Anzahl der Nullen, die wir einfügen müssen. Und das geht, indem wir das auf dieses N, also von dem N abziehen. So, und dann wird einfach vorne eine 0 angefügt an die Zeichenkette. Naja, und dann gibt es noch einen Trick. Die Leerzeichen, die bringen wir einfach rein, indem wir jede 0 in der Zeichenkette durch 0 und Leerzeichen ersetzen und jede 1 in der Zeichenkette durch 1 und Leerzeichen ersetzen. Dadurch kommen die Leerzeichen rein. Ja, also das geht dann mit Replace All. Und dann geben wir es einfach nur aus. So, und da muss man halt aber eben, ne, die API nicht kennen, aber zumindest muss man mal so eine Vermutung haben. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Also erstmal muss man merken, das sind Binärzahlen. Und dann muss man auf die Idee kommen, vielleicht gibt es ja in der API irgendwas, was mir aus einer Zahl eine binäre Zeichenkette macht. Man hätte natürlich auch sich eine Methode schreiben können, die To-Binary-String macht. Wäre vielleicht auch noch einfacher gewesen als die erste Lösung. Ja. Aber man muss immer noch drauf kommen, dass es eine Binärzahl ist. Ja, also diese Methode To-Binary-String, das müssten Sie jetzt können. Da sollten Sie in der Lage zu sein. Ja. Immer die Zahl durch zwei teilen, den Rest in den String schmeißen. Ja. Aber es ist dann nicht falsch. Dann bauen Sie den String halt von hinten nach vorne auf. Dann ketten Sie vorne an und nicht hinten. Oder Sie verwenden die Methode, die es in der API wahrscheinlich gibt, wie wird die heißen? Reverse vielleicht? Ja. Nehme ich an, dass es irgendwas gibt, was so heißt. Bei dieser Viererfolgegeschichte, die ist vielleicht noch mal ein bisschen anders als die anderen. Was muss man da machen? Also worauf muss man da achten? Haben Sie das gelöst, Viererfolge? Mhm. Ja? Ja. Da nimmt man ja nicht einfach nur einen Wert her und macht was mit dem, sondern ob der Nachfolgewert identisch ist, beziehungsweise die nächsten drei Nachfolgewerte. Sie prüfen, ob die nächsten drei identisch sind, also ob die auch, ob die denselben Wert haben. Und da muss man auf was aufpassen. Ja, wenn. Ja? Sorry, wenn ich zu lange prüfe und ich bedenke, dass ich halt aus dem Array rausfallen könnte, wenn ich die nachfolgenden Zahlen checke. Deshalb prüfe ich halt Länge minus den Anzahl an Stellen, die danach geprüft werden. Genau, bei der viertletzten darf man das letzte Mal prüfen. Genau. Dahinter kann sowieso nichts mehr kommen, genau. Was noch vier gleiche sind. Ne? Genau, das ist noch so ein Punkt, was dann mit den Array-Grenzen zu tun hat. Ansonsten kommt man mit i plus 1, i plus 2, i plus 3 aus den Array-Grenzen. Da kann man doch auch einfach einen Zähler einrichten, der guckt, ob jetzt immer zwei Zahlen gleich sind und dann, falls ja, hochzählen, falls nicht. Kann man auch. Das kann man auch. Man kann alternativ auch einen Zähler nehmen und wenn der Zähler am Ende oder wenn der Zähler irgendwann mal den Wert 4 erreicht, verlässt man die Schleife. Das kann man auch machen. Oder macht Return True. Ja. Ja. Das kann man auch machen. 0, 1, 2, 3. Und immer wenn die Zahl nicht mehr dieselbe ist, man muss also sich merken, welche Zahl man gerade hat, dann setzt man den Zähler wieder auf 0. Genau. Beziehungsweise auf 1. So kann man es auch machen. Also es gibt keine einzig richtige Lösung. Beides geht. Gut, dann schauen wir uns mal die Aufgabe 7 an.
Schreiben Sie eine Methode Public Static Boolean ist prim, die für eine übergegebene Zahl feststellt, ob diese eine Primzahl ist und in diesem Fall true zurückliefert. Siebtes Eratosthenes ist hier nicht geeignet, da wir ja eine beliebige Zahl haben könnten. Ja, man könnte jetzt auf die Idee kommen, wir wenden das siebtes Eratosthenes an bis zu der Zahl, die wir prüfen wollen und gucken dann am Ende, ob die Zahl in dem Array hinten steht. Das schlägt halt fehl, wenn die Zahl sehr, sehr groß ist, weil der Speicher dann nicht ausreicht. Und es dauert lange. So, ist prim, wie geht das? Was ist die Idee? Ja? Also ich habe erstmal geguckt, ob die Zahlen mit Modulo 2 auf dem Modell gehen. Wenn das kein Test kommt, ist es kein Alter. Also Modulo 2, was schreibe ich denn? Modulo 2. Kein Rest, nicht prim. Okay, das reicht aber nicht. Wie weiter? Also nehmen wir mal an, wir wollen jetzt feststellen, ob die 59 prim ist. Die lässt sich nicht durch zwei teilbar teilen. Oder wir nehmen mal noch ein anderes Beispiel. Wir nehmen mal die 57. Die lässt sich jetzt auch nicht durch zwei teilbar lässt sich nicht durch zwei teilen, ist aber trotzdem keine Primzahl. Das ist nämlich durch drei teilbar. Ja, eine Schleife, ja? Die unbekannte Zahl. Warum nicht die Geraden? Weil die nicht raus. Och, da müssen wir ja die 2 extra machen. Ja. Och, nö. Ja, kann man so machen. Okay. Also alle ungeraden. Da müssen wir aber mal feststellen, ist die Zahl jetzt gerade ungerade? Na gut, das können wir machen, indem wir mal plus 2 rechnen. Das würde gehen. Und was machen wir dann? Was machen wir in der Schleife? Achso, ich habe angesagt, dann testet man, ob die Zahl durch meine Schleifenvariable teilbar ist. Genau, dann testen wir, ist die Zahl durch die Schleifenvariable teilbar? Und wenn dann sie teilbar ist, der Modulo davon auf der Null. Genau. Wenn sie nicht teilbar ist, was machen wir dann? Wenn sie nicht teilbar ist, ist es eine Zahl. Nee. Oder sagen wir mal, nehmen wir an, sie ist teilbar. Was machen wir, wenn sie teilbar ist? Also wenn es keine Reste gibt, dann ist es keine Primzahl. Dann ist es keine Primzahl. Was können wir dann machen, wenn wir wissen, es ist keine Primzahl? Ja. Dann können wir sofort Return False machen. Ja. Wenn es aber einen Rest ergibt, also nicht teilbar ist, was machen wir dann? Ja? Dann nehmen wir die nächste Zahl. Bis zu der Zahl? Bis wohin? Genau, das ist noch eine wichtige Frage. Wann hören wir auf? Welche ist die letzte, die wir testen müssen? Die vorletzte geht ja eigentlich gar nicht. 57 durch 56 ist genau. Ja, sieht man ja schon, dass es nicht genau geht. Der Multiplikator, also die Zahl, die wir vorgeteilt haben, die selbst multipliziert, kleiner als die Zahl. Und wie heißt der Zusammenhang? Wie heißt dieser Zusammenhang? Die Zahl mit sich selbst multiplizieren. Das, ja. Das ist das Quadrat. Und bis wohin müssen wir also laufen? Bis i Quadrat. Nee. Bis i Quadrat wäre ja 57 nee. Quadrat. Bis also i Quadrat soll maximal die Zahl erreichen. Das heißt, bis wohin laufen wir? Bis zur Wurzel. Genau. Also unser höchster Laufindex ist bis zur Wurzel. Also Teile durch 2 und so weiter. Bis maximal Wurzel n, falls Rest 0, Return False, oder? Ja. Das ist die Idee. Dann programmieren wir das mal.
So, die nennen wir Primzahltest. Und da drin gibt es eine Methode, die heißt public static. Wie bitte? Boolean ist prim von einer ganzen Zahl. So. Und jetzt teste für alle Zahlen von 2 bis Wurzel n, ob n durch diese teilbar ist. Falls ja, keine Primzahl. Na, dann machen wir das mal. Okay, also eine Schleife vor. Jetzt nennen wir die Laufvariable mal anders, die nennen wir jetzt mal Teiler. Wo geht's los mit dem Teiler? 2. Teiler kleiner oder kleiner gleich oder? Kleiner gleich, genau. Und kleiner gleich was? Das hat man schon gesagt, die Wurzel. So, und das würde jetzt anmeckern, das wird nicht gehen. Oder doch? Ne, müssen wir gucken. Und dann ansonsten erhöhen wir den Teiler, ja? So, jetzt sagt er, okay, gib nichts zurück. Wie bitte? Gut. Also. Teste, ob die Zahl teilbar ist. Also, wie machen wir das? Genau, if n Teiler gleich gleich 0, dann machen wir was? Return false. Ja, aber dann machen wir jetzt wieder vorzeitigen Abbruch hier. So, wenn wir jetzt alle durchprobiert haben, was wissen wir denn dann? Muss eine Primzahl sein, weil wir nie die Schleife mit false verlassen haben. Ja? Also sonst würden wir dort einfach gar nicht kommen. Und jetzt machen wir return true. Und das ist auch so ein Muster. Und warum er jetzt hier nicht meckert, liegt wahrscheinlich daran... Ach so, genau, wir machen keine Zuweisung. Wir können ja ein Int mit dem Double vergleichen, das geht ja. Also wir müssen da keinen Typcast machen. So, und jetzt testen wir noch, ob unsere Methode funktioniert. Machen wir mal so ein paar Eingaben. Hoppla. Ich schreibe dann jetzt immer den Methodenaufruf direkt in das println rein. Sagen wir mal, wo wir wissen, dass es eine Primzahl ist, die 11. So. 97 ist, glaube ich, auch eine Primzahl. Aber das weiß ich schon nicht mehr genau. So, und jetzt machen wir was Fieses. Jetzt probieren wir mal noch die 63 und die 65. Nee, warten Sie mal. Die 63 ist keine Primzahl. Und die 65 ist auch keine Primzahl. Warum nehme ich jetzt die 2? Weil dazwischen eine Quadratzahl liegt und weil wir damit testen können, ob es möglicherweise bei dieser Wurzel einen Rundungsfehler gibt, der sich so auswirkt, dass wir eine Zahl zu wenig testen. Ich überlege, weil er kann ja auch irgendeine Kommazahl sein. Genau. Aber es hat keinen Effekt. Also bei 64 würden wir bis 8 testen und bei 63 reicht es, wenn wir bis 7 testen. Weil das nächste ja die Quadratzahl wäre. Ja, also es reicht immer, wenn man bis eine unter. Also die Zahl ist ja tatsächlich kleiner, deswegen reicht es.
So, true, true, false, false. Also die ersten beiden sind Primzahlen, die letzten beiden sind keine. Gut. Und dann machen wir das jetzt mit den Primfaktoren, würde ich sagen, oder? Aber ich lese nochmal die Aufgabe vor. Schreiben Sie eine Methode Public Static Long Array Primfaktoren, die für eine übergebene Zahl ein Array mit den Primfaktoren zurückliefert. Überlegen Sie, ob Sie für ein Teilproblem die Methode IstPrim aus der vorigen Aufgabe verwenden können. Nein. Genau, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. So. So, jetzt müssen wir nur die richtige öffnen, die. Okay. So, den Methodenkopf können wir schon mal schreiben, also public static long array, damit müssen wir uns dann auch noch auseinandersetzen. Primfaktoren. Das bedeutet jetzt nicht, dass ein Array besonders lang sein kann, sondern dass es besonders große Zahlen enthalten kann. Ja? So, long n. Okay, machen wir einmal eine 0. Achso, da muss man noch ein L dahinter schreiben. Nee? Ach Quatsch. Das soll ein Array sein. So. Gut, das lassen wir jetzt einmal so. Dann überlegen wir mal, wie das geht. Also, wir haben eine Zahl n. N ist gleich 60. Und da wissen wir jetzt, die Faktoren sind 2 mal 2 mal 3 mal 5. Okay. Wie finden wir jetzt raus, ob eine bestimmte Zahl ein Primfaktor ist für diese Zahl? Wenn wir nach und nach von der kleinsten Primzahl angefangen testen, ob genau n durch diese Primzahl teilbar ist. Also wir teilen 60 durch eine Primzahl und da gibt es entweder Rest 0 oder Rest ungleich 0. Ja. Hier in dem Fall Rest 0 handelt es sich bei der Primzahl um den Primfaktor dieser Zahl. Und damit das funktioniert, müssen wir das machen, was Sie gerade gesagt haben. Wir müssen bei 2 beginnen. Bei der kleinsten Primzahl. Aufsteigend, dann halt durch die Primzahl. So, jetzt müssen wir das nochmal wiederholen, was wir vorhin diskutiert haben. Wenn wir jetzt feststellen, wir haben einen Rest ungleich 0, also es ist kein Primfaktor, was machen wir dann? Wir nehmen die nächsthöhere Primzahl. In dem Fall jetzt wäre es die 3. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine Zahl, wo auch die 3 kein Primfaktor ist. Was machen wir dann? Wir nehmen die nächsthöhere Primzahl und das ist jetzt die 5 und nicht die 4. Und wie finden wir raus, was die nächste höhere Primzahl ist? Wir erhöhen wir den Wert um 1, das heißt um 4, lassen wir unser Primprogramm auf die 4 laufen. Genau. Ja, wir, lassen, wir erhöhen also unseren Teiler in einer Schleife, so lange bis wir wieder eine Primzahl gefunden haben und die nehmen wir dann als neuen Teiler. So, und dann müssen wir noch, gibt es noch einen zweiten Fall, nämlich wenn wir herausfinden, dass ein Primfaktor, also dass eine Zahl ein Primfaktor ist, also dass ein Teiler ein Primfaktor ist. Was müssen wir dann tun? Den müssen wir speichern in unser Array als erstes. Und was müssen wir noch tun? Und dann müssen wir die Zahl durch den Faktor teilen. Also aus 60 wird dann 30. Und was müssen wir dann tun? Mit der 30 weitermachen und? Und denselben Primfaktor nochmal benutzen. Nicht von vorne wieder anfangen, sondern denselben Primfaktor verwenden. Ja?
Okay. Und da werden wir uns jetzt mal rantasten. Sie werden sehen, dass es etwas umfangreicher ist, wenn man das jetzt so nach und nach mal programmiert. Also, wir hatten gesagt, wir brauchen irgendeinen Teiler. Wie ist denn unser Teiler am Anfang? Der erste Teiler ist 2. Das wissen wir, ja, das ist die kleinste Primzahl. So, und dann hatten wir festgestellt, wir brauchen ja wahrscheinlich eine Schleife. Wir brauchen ja wahrscheinlich eine Schleife, die nach und nach diese Primfaktoren dividiert. Und wir müssen ja irgendwann in dieser Schleife aufhören. Wann wissen wir, dass wir aufhören können? Ja? Ja? Primzahl 1 mal Primzahl, also die gefundenen Primzahlen multipliziert das Ergebnis. Ja, dann müssten wir jedes Mal unsere Array durchlaufen und das ausrechnen. Wir hatten ja gesagt, zwischenzeitlich, wenn wir einen Primfaktor gefunden haben, halbieren wir oder teilen wir unsere ursprüngliche Zahl durch diesen Primfaktor. Und wann ist dann Schluss? Ja? Wenn es mal eine Suchverfahren ist, wenn die Zahl selbst in die Primzahl ist. Wenn die Zahl selber eine Primzahl ist, dann ist Schluss. So, also, solange sie keine Primzahl ist, oder wenn die Zahl dem aktuellen Teiler gleicht. So. Wenn die Zahl Ah ja. Wir müssen hier das auf Long ändern. Also, so und jetzt nehmen wir mal an, wir haben das Ende erreicht. Das heißt, unsere Zahl ist eine Primzahl. Oder nehmen wir mal an, wir kommen von vornherein mit einer Primzahl dort rein. Dann sind die Primfaktoren ja nur die Zahl also ist ja der einzige Primfaktor die Zahl selbst. Und so wie das jetzt aufgebaut ist, müssen wir dann was tun. Da muss was passieren. Wir haben ein. Was liefern wir denn zurück? Nee. Ein Array von Primfaktoren. Und in dem Moment, wo wir dort reinkommen, müssen wir also erstmal so ein Array irgendwie uns anlegen. Wie initialisieren wir das denn? Na, was ist denn das kleinste Array, was wir. Also, wir wissen ja nicht, wie groß das wird, oder? Warum nicht? Weil wir nicht wissen, wie viele Primfaktoren es gibt, genau. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie unser Array, was müssen wir mit unserem Array machen? Es gibt jetzt zwei grundlegende Lösungsansätze. Ja, da finde ich mit Sicherheit eine Zahl, die mehr Primfaktoren hat. Nämlich zum Beispiel eine sehr große Zweierpotenz. Man verlängert es jedes Mal. Genau, das wäre jetzt so ein Ansatz. Da können wir nämlich mal was üben, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Verlängern von Arrays geht ja nicht. Aber wir können immer eine Kopie machen, die eine Stelle größer ist. So, womit fangen wir denn also an? Ja. Was wissen wir denn aber? Ja? Es muss mindestens einen Primfaktor geben. Also, doch, sie selbst zählt als Primfaktor. Also so würde ich es jetzt mal definieren einfach. Also die ganz genaue mathematische Definition kenne ich aber nicht, muss ich ehrlich gesagt. Also 60 wäre, meinst du, wäre 60 auch ein Primfaktor?
Nee, wenn es jetzt 11 wäre. Wenn wir 11 reingeben, weiß ich nicht, ob die Primfaktoren, ob die rein mathematische Definition ist, sie hat keine Primfaktoren oder sie hat den Primfaktor 11 oder sie hat die Primfaktoren 1 und 11. Das weiß ich nicht genau. Das können Sie aber nachschlagen. Ich würde sagen, wir einigen uns darauf, dass eine Primzahl einen Primfaktor hat und das ist sie selbst. Ja? So, das mit dem New Long 1 fällt mir gerade auf, dass es gar nicht so eine gute Idee ist. Wenn wir nämlich feststellen, ach, wir machen mal. Wir werden es schon noch merken. So, dann hatten wir gesagt, wir teilen die Zahl durch den Teiler. Wenn sie teilbar ist, haben wir einen neuen Primfaktor gefunden. Ja? Also, if n modulo Teiler gleich 0. Ja, ist Teiler ein Primfaktor? Ja. Was machen wir dann? Jetzt müssen verschiedene Dinge passieren. Wir müssen den Teiler in das Array reinschreiben. An welche Stelle? Jetzt müssen wir unser Array um 1 vergrößern. So, ja. Ja? So, und das geht mit copy of. Arrays.copy of. Und zwar haben wir ein Long Array. So, und wenn ich jetzt hier drauf fahre mit der Maus, dann wird mir wahrscheinlich angezeigt Copy of. Copies the specified array, truncating or padding with nulls if necessary, so the copy has the specified length. Ja, also, wir nehmen unser Array Faktoren. Wir wollen eine neue Länge angeben. Wie muss die neue Länge sein? Genau. Faktoren.length plus 1. Und da kriegen wir jetzt ein Array zurück. Wo muss das hin? Faktoren gleich, genau. Ja, das ist ja unser neues Array. So. Genau, Dann setzt er steht's. jetzt das Ursprungs-Array Genau. durch das neue Array. Genau, und irgendwann kassiert der Garbage Collector den frei gewordenen Speicher ein. Ja, es wird also wirklich ein neues erzeugt, es wird kopiert, es ist eine ziemlich teure Operation, aber geschenkt, was soll's. Vielleicht gibt es ja auch irgendeine Optimierung, das weiß ich nicht. So, jetzt haben wir unsere Faktoren. Nehmen wir mal den allerersten Fall. Welche Länge hatten jetzt unser Array? Wir kommen mit der 60 rein, prüfen die 2. Welche Länge hat jetzt unser Array? Ist es richtig? Wie viele Faktoren haben wir denn? Ein. Das heißt, wir müssen doch das Array mit der Länge 0 initialisieren. Genau. So. Okay, jetzt haben wir unseren Faktor und jetzt müssen wir aber noch was tun. Was muss denn jetzt noch passieren? Sie hatten es vorhin schon gesagt. Jetzt müssen wir die Zahl noch durch den Primfaktor teilen. Also durch den Teiler. Wir hätten den Teil jetzt noch nicht ins Array reingeschrieben. Oh ja, und wir müssen den Teiler, gut, dass Sie es sagen. Wo müssen wir ihn hinschreiben? Wenn 0 eben falsch ist, dann eben falsch war, dann die 1. Nee. Das ist eine 0 ist schon richtig jetzt. Also jetzt ist die 0 richtig. Der muss an die Stelle 0. Ja, Aber im nächsten Durchlauf muss er an die Stelle 1. genau, ja, das ist klar. Wie finden wir die jetzt? Welche Stelle ist denn das jetzt immer vom Array? Wir haben unser Array um 1 vergrößert. In welche Stelle müssen wir denn jetzt schreiben? Nicht die Nummer, sondern. Nee, sagen Sie es mal logisch. Welche Stelle ist denn das? Die letzte. Und wie heißt die letzte? Array dot length. Also Faktoren.
Faktoren.length. Ach, aber da minus 1. Genau. Das letzte Element im Array heißt immer, length minus 1. So, und da müssen wir jetzt eine Zuweisung machen, nämlich einen Teiler. So. Und dann machen wir das n kleiner. Und wenn es kein Primfaktor ist, also else. Nein. Was machen wir dann? Jetzt erhöhen wir den Teiler. Und zwar also wir erhöhen den Teiler in jedem Fall, oder? Da sind wir uns einig. Den müssen wir jetzt in jedem Fall um 1 erhöhen, wenigstens. Mhm. Das wollen wir noch gucken, ob die Zahl durch die erste Primzahl nochmal teilbar ist. Naja, deswegen gibt es ja jetzt das. Deswegen gibt es ja jetzt das else. Genau. Entweder haben wir es gefunden und tragen den Teiler ein, oder wir ändern den Teiler. Ja? Also wenn. Müssten wir dann nicht davor noch gucken, ob wir den nicht nochmal teilen können? Das machen wir im nächsten Schleifendurchlauf. Achso, okay. Das passiert doch im nächsten Schleifendurchlauf. Sonst gebe ich ihnen irgendeine große Zweierpotenz, da werden sie ja nicht mehr glücklich. Die hat ja nur 2 als Primfaktoren. Aber dann, wenn das so wäre, dann wären wir schon mit der einen Schleife quasi durch. Wenn wir da immer die Zahl versuchen, na klar, wieder nochmal durch die Zahl zu teilen. Ja. Ist doch okay. Nein, das wäre zu leicht. Aber könnte man das nicht dann darüber schon abfacken? Was wollen Sie denn jetzt abfacken? Dass derselbe Faktor nochmal kommt? Wie oft wollen Sie das denn machen? Deswegen machen wir das ganze Primborium doch, dass wir das n halbieren. Also dass wir das n durch den Teiler teilen. Damit es im nächsten Schleifendurchlauf funktioniert. Einmal ändern wir den Teiler, einmal ändern wir nicht. Wenn wir den Teiler ändern, dürfen wir das n nicht ändern. Also entweder hat der Teiler geklappt, dann müssen wir unsere Zahl verkleinern, oder der Teiler hat nicht funktioniert, dann müssen wir unseren Teiler erhöhen. Man kann nicht alles auf einmal machen. Okay, also wir wissen, dass wir den Teiler auf jeden Fall erhöhen müssen. Und zwar außer wir haben ein Vielfaches. Nee, mit dem Vielfachen, das wissen wir ja gar nicht. Wir erhöhen den Teiler um 1. Von 2 auf 3. Von 2 auf 3, aber was passiert denn von 3? Von 3 erhöhen wir den Teiler um 1 auf 4. Dürfen wir aber nicht. Also das ist ja keine Primzahl. Denn es könnte ja sein, dass wir eine 32 haben, dann haben wir einmal durch 2 geteilt, das nächste Mal können wir durch 4 teilen, dann würde unser Programm sagen, wir haben Primfaktoren 2, 4, 2. Ja, jetzt müssen wir noch unser altes Programm. Oder 2, 4, 4 oder sowas. Müssen wir unser Primprogramm durchlaufen lassen. Ja, also. Müssen ja gucken, ob die nächste Zahl. Also, wir machen Teiler plus plus. So, und jetzt möchte ich aber noch auf was hinaus. Wir machen jetzt Teiler plus plus und jetzt müssen wir gucken, ob die Zahl eine Primzahl ist. Und was passiert, wenn es keine Primzahl ist? Müssen wir wieder den Teiler erhöhen. Wir machen wieder eine Schleife, sehr schön. Wir erhöhen den Teiler in einer Schleife. Das war zu klar. Was kommt jetzt? Genial. Genau, also das und zwar war die Frage nach, wir erhöhen den Teiler, bis wir wieder eine Primzahl haben. Okay. So, und so dieses bis, das will ich jetzt, was ist das für eine Schleife? Wir müssen auf jeden Fall den Teiler erhöhen, das ist sicher. Eine Do-While-Schleife, genau. Und wie lange müssen wir den erhöhen? Nicht bis, sondern solange? Solange ist in nicht wahr. Also solange not ist prim von Teiler, oder? Ja. Dann dürfen wir das Ding nicht vergessen hinten, das ist ja eine Komma. So,
Und dann machen wir Return Faktoren. Und jetzt funktioniert es aber noch nicht ganz. Wir haben ja hier oben diese Bedingung noch im While drin. Was müssen wir denn auf jeden Fall noch machen? Beim letzten machen wir es ja nicht mehr. Wenn der Teiler das, also wenn n jetzt das letzte Mal dann eine Primzahl geworden ist, was müssen wir dann noch tun? Nee, wir gehen jetzt mal mit der 60 rein. Im ersten Durchlauf kommt die 2, dann kommt nochmal die 2, dann kommt die 3 und dann ist der Teiler 5. Und 5 ist aber eine und die Zahl n ist auch 5. Und dann würden wir ja jetzt eigentlich das n noch in die Faktoren eintragen müssen. Das müssten wir hier hinten tun. Das heißt, wir müssten diese ganze Kopiererei dort nochmal hinschreiben. Das ist jetzt aber nicht so schön. Es wäre doch viel schöner, wenn wir den Code hier gleich dafür benutzen könnten. Also wenn wir gleich sozusagen das im if benutzen könnten. Wenn wir das nicht zweimal hinschreiben müssten, sondern wenn wir es dort einfach nochmal verwenden. Was dürfte denn dann nicht passieren? Dann dürfte nicht passieren, dass wir an der Stelle aus der Schleife fliegen. Das heißt, wir brauchen eine andere Bedingung. Die Bedingung ist so jetzt zwar erstmal schlau, aber jetzt stellt sich heraus, könnte man noch schlauer machen. Wie kriegen wir es denn hin, dass wenn der Teiler 5 ist und n 5 ist, wir das nochmal nutzen, um nochmal 1 an dem Array hinten dran zu hängen? Wie muss denn da eine Bedingung sein? Wie ist denn dann das nächste Mal die Bedingung? Wir kommen nochmal in die Schleife rein. Oder n gleich Teiler. Ja, n gleich Teiler ist ja 5, n ist 5 und der Teiler ist 5, und dann wollen wir ja nochmal rein in die Schleife. Ja. Aber wann wollen wir nicht nochmal rein? Was passiert denn dann? Da wird n durch den Teiler geteilt. Und dann steht da 1, genau. Das muss beim letzten Mal immer so sein. Weil beim letzten Mal der Teiler und n gleich sind. Wenn ich dann nochmal teile, kommt eine 1 raus. Also solange n ungleich 1, genau. Und dann schenken wir uns nämlich dieses ganze Kopieren hinten nochmal. Ja, da kommt man erst manchmal unterwegs drauf. Mir ist es auch nicht auf den ersten Blick aufgefallen. So, und dann probieren wir mal, ob das funktioniert. Dann müssen wir in die Main-Methode nochmal was reinschreiben. Schreiben wir mal arrays.toString von Primfaktoren von 60. So, das geht. Ne? Man kann diese ganzen Aufrufe alle so schachteln. System.out.println von arrays.toString von Primfaktoren 60. Und da wissen wir, da müsste jetzt rauskommen 2, 2, 3, 5. Und siehe da. Wer hätte das gedacht? Genau. So, dann nehmen wir mal 1024. Was müsste bei 1024 rauskommen? 2, 2, 3, 5. Wie oft? 10 Mal. Ja. Ja. Genau, kommt raus. Ja, und jetzt nehmen wir mal noch irgendwas Esoterisches. Ach, gucken wir mal bei 999. Das müsste man im Übrigen auch abschätzen können, was dabei rauskommt. Irgendwie ein paar 3 und eine 11, oder? Ne, eine 37.